Eine perfekt geradlinige Straßenbahnlinie verbindet zwei Haltestellen A und B. Man plant eine Verbindung zwischen der Haltestelle A und einer dritten Haltestelle C, die sich in derselben horizontalen Ebene befindet wie A und B. Indem man an der existierenden Linie AB eine kreisbogenförmige Kurve mit Radius 2 km bei 75 Grad anschließt, um anschließend die Haltestelle C geradlinig zu erreichen. Der Kreisbogen ist an den Punkten D und E tangent zu den zwei geradlinigen Abschnitten, wie hierneben in der Figur abgebildet. Die Luftlinienabstände betragen jeweils Distanz zwischen A und B 13 km, Distanz zwischen A und C 10 km und Distanz zwischen B und C 5 km. Berechne die gesamte Länge der Route ADEC, die die Haltestellen A und C durch diese neue Linie verbindet. Nennen wir diesen Punkt F und das Zentrum von diesem Kreisbogen DE Z. Die Angaben sind dann diese. Der Abstand zwischen A und B beträgt 13 km, der Abstand zwischen A und C beträgt 10 km, der Abstand zwischen B und C beträgt 5 km, der Abstand zwischen E und Z, das ist der Radius, also 2 km, der Abstand zwischen D und Z, das ist auch der Radius, also ebenfalls 2 km, und die Öffnung des Winkels BFC beträgt 75 Grad. Was gefragt ist, das ist diese Summe, die Länge der Strecke AD plus die Länge von diesem Kreisbogen DE plus die Länge von dieser Strecke EC. Wir beginnen mit der Berechnung von der Länge von diesem Kreisbogen DE. Zuerst konstruieren wir den Radius ZE und verlängern diesen bis zum Schnittpunkt mit der Geraden AB. Also so. Und diesen Schnittpunkt bezeichnen wir mit G. So entsteht dieses Dreieck EFG, das rechtwinklig in E ist. Der Winkel FEG ist ein rechter Winkel, weil der Winkel ZEF ein rechter Winkel ist. Wieso? Weil diese Strecke CF tangent zu diesem Kreisbogen am Punkt E ist. Also ist das Dreieck EFG ein rechtwinkliges Dreieck. Und demzufolge muss dieser rote Winkel EGF gleich sein zu 90 Grad minus diese 75 Grad. Dieser rote Winkel EGF beträgt also 15 Grad. Jetzt konstruieren wir dieses Dreieck DZG. Auch dieses Dreieck ist ein rechtwinkliges und demzufolge muss der Winkel DZE, also dieser Winkel hier, gleich sein zu 90 Grad minus diesen roten Winkel 15 Grad. Also dieser Winkel DZE misst 75 Grad. Und dieser Winkel von 75 Grad, das ist der Zentriwinkel, der diesen Kreisbogen DE einschließt. Also, wenn wir diesen Zentriwinkel in Radiant ausdrücken, dann ist das Maß dieses Winkels gleich
zu der Länge von diesem eingeschlossenen Kreisbogen, also dE, geteilt durch den Radius. Und der Radius ist ja 2. Also drücken wir zuerst diese 75 Grad in Radiant aus. 75 Grad, das ist 45 Grad plus 30 Grad, also macht das in Radiant Pi Viertel plus Pi Sechstel. Und so erhalten wir für 75 Grad 5 Pi Zwölftel Radiant. Also ersetzen wir hier drin diesen Winkel durch 5 Pi Zwölftel und so finden wir die Länge von diesem Kreisbogen DE, die beträgt 5 Pi Sechstel. Als Dezimalzahl ausgedrückt finden wir also, die Bogenlänge DE beträgt ungefähr 2,62 Kilometer. Jetzt suchen wir noch diese zwei Distanzen AD und EC. Um die herauszufinden, berechnen wir zuerst diese zwei Distanzen AF und CF. Wir konstruieren die Strecke AC, die Strecke BC und wir zeichnen die drei Innenwinkel vom Dreieck ACF, die wir mit Alpha, Beta und Gamma bezeichnen. Dieser Innenwinkel Alpha ist auch Innenwinkel vom Dreieck ABC, von diesem großen Dreieck ABC. Durch die Cosinusregel im Dreieck ABC werden wir die Öffnung von Alpha bestimmen können. Machen wir das. Die Cosinusregel im Dreieck ABC besagt, dass BC im Quadrat gleich ist zu AB im Quadrat plus AC im Quadrat minus 2 mal AB mal AC mal Cosinus des Winkels, der dieser Seite BC gegenüber liegt, also mal Cosinus von Alpha. Diese Cosinusregel führt also zu dieser Rechnung, je nach diesen Angaben, und so finden wir heraus, dass der Cosinus von Alpha gleich zu 61/65 ist. Und der Taschenrechner liefert somit den Winkel Alpha von 20,21 Grad. Jetzt arbeiten wir in dem Dreieck ACF. Dieser Winkel Beta, das ist 180 Grad, minus diese 75 Grad, also der Winkel Beta misst 105 Grad. Die Sinusregel im Dreieck ACF besagt, dass CF geteilt durch Sinus von Alpha gleich sein muss zu AC geteilt durch Sinus von Beta. In dieser Gleichung können wir AC durch 10 ersetzen, Alpha durch 20,21 und Beta durch 105. Und somit finden wir für CF ungefähr 3,58 Kilometer. Dieser Innenwinkel Gamma, das ist 180 Grad minus Alpha minus Beta. Gamma beträgt also 54,79 Grad. Jetzt wenden wir nochmal die Sinusregel im Dreieck ACF an, die besagt, dass AF geteilt durch Sinus von Gamma so gleich sein muss zu AC geteilt durch Sinus von Beta. In dieser Gleichung ersetzen wir AC durch 10, Gamma durch 54,79 und Beta durch 105. Und somit finden wir, dass AF ungefähr 8,46 Kilometer beträgt.
Wir suchen immer noch diese zwei Distanzen A, D und E, C. Aber zuerst werden wir diese zwei Distanzen bestimmen, D, F und F, E. Dieses blaue Dreieck F, D, Z ist ein rechtwinkliges Dreieck und dieses blaue Dreieck F, E, Z ebenfalls. Diese zwei Dreiecke sind kongruent zueinander, woraus wir schließen können, dass dieser Winkel DFZ genau die Hälfte von Beta sein muss. Der Winkel DFZ ist Beta halbe. Jetzt arbeiten wir in diesem rechtwinkligen Dreieck FDZ, wo der Tangens von Beta halbe gleich ist zur Gegenkathete DZ geteilt durch die Ankathete DF, die wir suchen. Also machen wir das. In dem Dreieck FDZ gilt der Tangens von Beta halbe gleich DZ geteilt durch DF. Woraus wir also schließen können, dass DF gleich ist zu DZ. DZ, das sind diese 2 Kilometer, geteilt durch den Tangens von Beta halbe. Beta beträgt 105 Grad, also beträgt Beta halbe 52,5 Grad. Und der Taschenrechner liefert uns dann diese Distanz zwischen D und F, die beträgt ungefähr 1,53 Kilometer. Und da diese zwei blauen rechtwinkligen Dreiecke kongruent zueinander sind, beträgt dieser Abstand FE ebenfalls 1,53 Kilometer. Letztendlich werden wir die zwei Distanzen AD und EC bestimmen. Und sobald wir sie gefunden haben, werden wir die Länge von dieser neuen Straßenbahnlinie berechnen können. Beginnen wir mit der Distanz zwischen A und D. Das ist die Distanz zwischen A und F minus die Distanz zwischen D und F. Also so. Die Distanz zwischen A und F beträgt 8,46 und die Distanz zwischen D und F beträgt 1,53. Und so finden wir als Distanz zwischen A und D 6,93 Kilometer. Jetzt Distanz zwischen E und C. Die Distanz zwischen E und C, das ist die Distanz zwischen F und C minus die Distanz zwischen F und E. Also so. Die Distanz zwischen F und C beträgt 3,58 und die Distanz zwischen F und E beträgt 1,53. Und so finden wir als Distanz zwischen E und C 2,05 Kilometer. Jetzt berechnen wir diese Summe. Die Distanz zwischen A und D beträgt 6,93. Die Bogenlänge DE beträgt 2,62 und die Distanz zwischen den Punkten E und C beträgt 2,05. Und somit haben wir die Länge von dieser neuen Straßenbahnlinie bestimmen können. Sie beträgt ungefähr 11,6 Kilometer.